Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Giant Fun Blog. Der Kanal rum das Thema Kirmes, Freizeitpark und Eventgastronomie. Ich bin heute hier in Krefeld auf der Sprödental-Kirmes. Ihr seht im Hintergrund schon das Riesenrad. Das ist die 100. Ausgabe von der Veranstaltung. Ja, und was es da zu erleben gibt, das seht ihr nach dem Intro. Ich würde sagen, wir legen einfach los und es ist Time for Fun. Hier ist die Stimmungsmaschine. Seid ihr bereit? Das geht lauter. Seid ihr bereit? Alles da, die Hände nach oben. Ich will sehen, wer legt uns, wer legt uns. 1, 2, 3, adios, amigos, machinos. Jetzt ist es. Ready, ready. Achtung, wir kommen in Folge. Alles an die Stehen, sie geht's, hört ihr was? Alles an alle, seid ihr bereit? Hallo Krefeld, wollt ihr mich verarschen oder was? Seid ihr bereit? Alles ab von der Runde. Jetzt geht's um das Anpacken. Hallo und herzlich willkommen zurück aus dem Riesenrad Sky Lounge von Oskar Bruch. Das ist das Riesenrad, was damals auch auf der Expo zu finden war. Das Riesenrad wurde von der Firma Gerstlauer gebaut, hat eine Gesamthöhe von 58 Meter und sieht hier in Krefeld auf der Kirmes natürlich besonders imposant aus. Einmal durch die Höhe, aber auch durch das Gondeldesign. Die sind sehr, sehr groß, die Gondeln. Ihr habt hier wirklich einen fantastischen Ausblick über die Kirmes. Ja, ich wünsche jetzt viel Spaß mit den Impressionen, dann sehen wir uns gleich wieder auf dem Platz. I'm
herzlich willkommen zurück an Bubble Tiki. Und neben mir steht die Casey. Hi Casey, grüße dich. Schön bei euch zu sein. Ja, danke. Ja, und ihr habt ein echt tolles Geschäft. Einmal von der Farbgestaltung und ihr bietet Bubble Tea an. Und Bubble Tea ist ja wirklich so ein Hype-Getränk, ne? Ja. Woher kommt das Ganze? Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Die Taiwanesen, Japaner und Chinesen streiten sich so ein bisschen. Der Grundgedanke vom Bubble Tea war aber, es gibt ja im Osten diese traditionellen Teehäuser. Ja. Und die sind, ich sag mal, in den letzten Jahren ausgestorben. Das ist altmodisch geworden, das wollte keiner mehr, das hat keiner mehr gemacht. Die haben alle nur noch Softdrinks getrunken, Cola, Limo, wie man das so kennt. Und die haben sich damals überlegt, was machen wir, um die Jugend wieder in unsere Teehäuser zu kriegen. Ja. Und daraufhin haben die Bubble Tea erfunden. Und ein ganz klassischer, traditioneller Bubble Tea ist eigentlich ein schwarzer Tee mit Milch, der gesüßt wird. Und dann kommen da Tapioca-Perlen rein. Das sind kleine schwarze Kugeln aus Speisestärke, die werden gekocht, werden dann auch im braunen Zucker eingelegt, sind dann ganz, ganz süß und die kaut man dann. Und was soll ich sagen, hat funktioniert, wurde auf dem europäischen Markt angepasst und gibt es jetzt in vielen verschiedenen Variationen und Geschmäckern. Ja, und das Witzige ist, ich stelle immer fest, meistens sind es immer die gleichen Produkte, die dann die Kunden meistens kaufen. Was sind so die Lieblingssorten der Kunden? Ja, tatsächlich. Also am meisten verkaufen wir standardmäßig grünen oder schwarzen Tee. Ja. Da sieht man auch ganz oft, ich sag mal, alles was blond ist, nimmt meistens grünen Tee. Alles was eher so dunkelhaarig ist und auch so aus dem Osten kommt, nimmt eher schwarzen Tee. Kennt man ja auch so als klassischen Eistee, ne, den man so fertig im Laden kauft. Dann sind die beliebtesten Geschmäcker auch tatsächlich Pfirsich, Zitrone, Erdbeere. Und bei den Bubbles ist das tatsächlich ganz unterschiedlich. Also wir haben Regionen, da verkaufe ich so gefühlt nur Erdbeeren. Und dann auf einmal gibt es Regionen, da habe ich dann auf einmal Sorten, die ich sonst nie verkaufe. Und dann denke ich mir, oh Mist, da brauchst du jetzt mehr von. Ne? So wie Litchi oder so ist dann auf einmal ganz beliebt. Ja, Litchi so ein das ist wirklich regionsbedingt ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Man merkt auch oft in große Städte, so wie Düsseldorf. Mhm. Da gehen so die traditionellen Sachen besser, wie dieses europäische, sag ich mal. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist das sehr, sehr vielfältig. Ja, ich muss sagen, normalerweise würde ich auch so typisch denken, Blaubeere oder Erdbeere, ne? So ist so der typische deutsche Geschmack. Ja, das ist so das, was die Kinder so am meisten nehmen. Am meisten, ne? Also die sind noch nicht so experimentierfreudig. Man wählt sich ja zwei Geschmäcker aus und die nehmen dann meistens so Erdbeer-Erdbeer oder Erdbeer-Blaubeer. Ja. Und am allerhäufigsten tatsächlich so Erdbeer-Apfel, weil ich habe immer so das Gefühl, Kinder haben sich noch nicht so an Blaubeeren rangetraut und Erdbeer und Apfel, das kennt man irgendwie so. Ja. Aber ja, das sind so die Bestseller. Ist ganz gut, und ja. Die Kinder trinken halt meistens auch nicht den Tee, sondern lieber mit Milch. Mit Milch, okay. Ah, ihr bietet das auch mit Milch an. Genau, weil der originale Bubble Tea ist ja schwarzer Tee mit Milch. Ja. Man kann auch sagen Englisch, so wie die Queen es getrunken hat. Ja. Und das bieten wir auch an. Wir bieten auch ganz alternativ komplett ohne Tee an, mit Joghurt, auf Joghurtbasis. Ist auch sehr lecker. Ja. Ich glaube, was ich ganz cool fände, wäre grüner Tee mal mit Litchi zu probieren. Ja, gerne. Welchen Geschmack möchtest du denn für den Tee haben? Den Tee gibt es dann nochmal in einer separaten Geschmacksrichtung. Genau. Litchi wären jetzt in dem Fall die Kugeln. Ja. Und du brauchst halt noch einen Geschmack. Da würde ich dir jetzt... Vanille, oder? Vanille, wir haben Fruchtgeschmäcker. Vanille haben wir nicht. Ja. Wir haben Fruchtgeschmäcker. Ich würde dir jetzt Hibiskus empfehlen. Das mag ich persönlich am liebsten dazu. Ja. Ich weiß ja nicht, wie experimentierfreudig du bist. Ansonsten würde ich sagen, bleib bei Lemon. Bei Lemon geht immer, da kann man nichts falsch machen. Ich probiere das mal mit Hibiskus. Das ja, gerne. Mache ich dir fertig. So, René, jetzt zeige ich dir, wie wir den Bubble Tea zubereiten. Wir fangen an mit den Bubbles. Du hast die Litchi ausgesucht. Ja. Die machen wir in den Becher. Den stellen wir jetzt erstmal beiseite. So, du hast ja gesagt, du vertraust mir, du nimmst Hibiskus. Ja, ich bin echt neugierig, weil... Wir nehmen ein bisschen Eis. Du hast so viel Erfahrung damit, dann vertraue ich jetzt mal. Der Sirup da rein. Ja. Ich mache dir den jetzt mit schwarzem Tee. Okay. Das ist kräftiger im Geschmack, ne? Ja, der grüne Tee ist... ein bisschen wässrig vom Geschmack. Ja. Manche sagen, er wäre ein bisschen bitter. Das finde ich ist jetzt bei uns nicht der Fall, aber vertrauen mir, der schwarze schmeckt besser. Wenn ich sehe, du bist gerade mit so einem Cocktail-Shaker. Genau. Also mixen. Man es gibt auch so eine schöne Maschine dafür. Ja. Aber das dauert mir zu lange. Das ist der halbe Spaß. Genau. So, jetzt wird das nur noch zusammengekippt. Kommt dann meine tolle Verschlussmaschine. Ja. Und wir sind schon fertig. Ja, Wahnsinn.
Ich bin mal gespannt, wie er schmeckt. So, bitte sehr. Dankeschön. Dein Strohhalm. Ich wünsche dir guten Durst. Ja, dankeschön. Sieht ja ganz cool aus und ja, ist auch ganz ansprechend. Ne? Schaut mal hier in der Kamera. Ihr seht da den Becher. Wie viel ist es jetzt? 0,3, 0,4? 0,5. Wir haben 0,5 oh, und 0,7. Oh, das ist schon eine ganze Menge. Sieht kleiner aus. Und, genau, naja, für 5 und 6 Euro soll man ja auch schon was kriegen. Soll man was kriegen, ja. Und wirkt auf jeden Fall wertig. Und es gibt einen Strohhalm dazu, ne? Ist, glaube ich, auch schwierig, ne? Mit Strohhalm dadurch ist einer der wenigen, wo man es auch darf, ne? Mit Strohhalm. Jein, also unsere Verpackungen sind aus PLA. Ja. Das ist Bioplastik, das ist biologisch abbaubar. Ja. Und löst sich bei Temperaturen über 40 Grad auf. Dann, okay. Also da könntest du jetzt keinen Kaffee draus trinken. Trinken, okay. Und genau, das oben ist quasi der Deckel drauf. Du hast gesagt, die Maschine, die verschließt das, ne? Genau, der ist jetzt verschlossen. Du kannst den da rumdrehen, da passiert nichts. Ihr seht, die kann man quasi auch mit nach Hause nehmen, ne? Also auch ein Tipp, wer auf der Kirmes ist und denkt sich, Mensch, abends möchte ich schon Bubble Tea zu Hause trinken. Ein bisschen Kirmeserlebnis für zu Hause. Genau, aber kleiner Tipp, wenn du den mit nach Hause nimmst, bestell dir den ohne Eiswürfel. Ja. Weil wenn es im Sommer heiß ist und die Eiswürfel schmelzen, wird er vom Geschmack wässrig, das wäre schade. Stimmt, das ist schade, ne? Und jetzt einfach rein, oder? Genau, einmal mit Schmackes. Oh, sehr ja. Gut. Und jetzt bin ich mal gespannt auf die, ob ich es rausschmecke. Ja, ich auch. Es schmeckt nach Litschi, Hibiskus. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Schmeckt köstlich. Das ist wirklich super. Also tolles Geschmackserlebnis. Dankeschön. Ja, also vielen Dank, Lucy. Ja, gerne. Und wir sind jetzt hier in Krefeld auf der Sprödental. Ja, zum 100-jährigen Jubiläum. Und ich habe schon ganz oft auf Plätzen gesehen. Wir haben das letzte Mal in Mörs gesehen, aber für die Zuschauer, weil viele Zuschauer sehen das jetzt, kommen nicht zur Sprödental-Kirmes, sind natürlich ganz neugierig und wollen euren Bubble-Thema probieren. Ja, gerne. Wo kann man das als nächstes machen? Wir sind jetzt als nächstes in Kevela zur Vatertagskirmes, ja. Bückelhofen Pfingstkirmes und dann in Oberhausen Sterkrade zur Fronleichnamskirmes. Ja, das ist mega, oder? Für mich einer der absoluten Lieblingsveranstaltungen, Sterkrade, oder? Ja, auf jeden Fall. Da sind wir sehr gerne. Wirklich super. Alles klar. Casey, vielen herzlichen Dank. Ja, ich hab zu danken. Richtig Spaß gemacht. Ja, danke. Und ja, ich genieße jetzt noch meinen Bubble-Tee. Und ihr kennt das, wir sehen uns jetzt gleich wieder hier auf dem Platz. Die Geisterbahn in Deutschland ist aus meiner Sicht die Geisterstadt von Fellerhof. Sie bietet die besten Effekte aus meiner Sicht und die fahren so richtig abwechslungsreich und gruselig. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit den Impressionen von der Geisterstadt, von der Familie Fellerhof.
Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ich stehe jetzt hier am Eimerwerfen von Laurenz Schmidt. Hi Laurenz, ja, grüß dich. Guten Tag. Schön bei dir zu sein. Neben mir steht der Olli. Den Olli, den kennt ihr von Instagram. Und zwar, Olli macht die Kirmes-Counter. Genau. Und ich habe dem Olli gesagt, komm Olli, lass uns doch mal versuchen, hier Ball werfen beim Laurenz. Und meistens, Laurenz, sehen die Spiele erstmal einfach aus. Ja. Aber wie funktioniert das Ganze? Ja, im Grunde genommen hat man hier den Ball. So sieht man den Eimer. Mit dem Ball schmeißt man einfach ganz leicht in den Eimer hinein. Das sage ich immer so schön, ganz leicht. Aber trotzdem ist es ein Geschicklichkeitsspiel. Wenn man mit dem Ball nämlich zu feste wirft, springt der Ball so wieder aus. Das ist ja, in dem Sinne muss man ganz vorsichtig, ganz leicht werfen, sodass der Ball da drin bleibt. Ja, da bin ich schon gespannt, Laurenz. Ja, dann schau mal, versuch mal mein Glück hier. Einmal drei für dich, einmal drei für dich. Das wird spannend hier. So, dann leg ich mal los. Ganz sachte, ganz leicht. So darfst du dich nur nicht überlegen. So, okay. Und bitteschön. Jetzt noch mal in den Eimer hinein. Ah, guck mal, da sind wir schon zu fest dran. Und der war zu tief. Also das ist schon tricky. Aber jetzt mal ein Tipp, wie kann man, das kann man nicht vor der Kamera sagen. Ach doch, ist mir doch wurscht. Wie geht das Spiel? Wie geht es dann erfolgreich damit? Ja, im Grunde genommen musst du einfach entweder unten gegen die Kante werfen. Du musst verhindern, den hinteren Bereich des Eimers zu treffen. Oder oben gegen die Kante. Wenn du oben gegen wirfst, fällt der Ball rein. Na komm, dann probier ich nochmal. Komm, dann probierst du jetzt nochmal. Jetzt kennst du den Trick. Ja, komm schon! Boah, also das ist echt schon tricky. Ja, ja, guck mal, was der Olli jetzt kennt, macht. Ist es doch etwas so schwieriger. Jetzt ist der Olli dran. Und nochmal, komm schon, ein Stück höher. Oi, der war zu hoch, jetzt die Mitte davon. Und komm, du kriegst auch noch rein. Komm, das fehlt, das ziehen wir jetzt gleich Ja, ich würde sagen, der Laurenz zeigt uns aber jetzt mal, wie es geht, oder Laurenz? Ja, ich zeige euch einfach, wie das geht. Jetzt zeigt der Profi euch mal, wie es geht hier. Wenn ich es schaffe, das ist natürlich jetzt der Vorbild, ne? Na, komm schon. Bitte schön. Ja, Strike hier, ja. Also ihr seht, es geht, aber es ist eine ganze Menge Übung, oder Laurenz? Auf jeden Fall. Ja. Das macht man nicht so. Das ist nicht so einfach. Das ist ein bisschen Übung. Ja, alles klar. Laurenz, hat Spaß gemacht ja, bei dir hier? Mir auch. Und du hast noch ganz frisch übernommen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das Geschäft von der Nachbarin hier übernommen und habe jetzt meinen 6. Platz. Ein Jungeinsteiger, sagt man so schön. Ja. Und ich freue mich auf die nächste Zeit, auf die nächsten Jahre. Ja, Laurenz, wenn jemand Lust hat, mal Eimerwerfen auszuprobieren jetzt auf der Kirmes, wo kann er das als nächstes machen? Ja, als nächstes kann man das in Hückelhofen machen. Das ist eine Woche nach Krefeld. Da kann man mich auffinden, da stehe ich als nächstes. Ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht sehen wir uns nochmal dieses Jahr auf einem Platz. Ja, das würde mich freuen. Und ich würde mich auch freuen. Nochmal vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ja, und wir ziehen jetzt mal weiter hier über die Kirmes in Krefeld auf die Spurental-Kirmes, das 100-jährige Jubiläum. Dann sehen wir uns gleich wieder. Viel zu leise hier. Wollt ihr noch mehr?
der schönste Aufenthalt geht mal zu Ende. So auch für mich hier in Krefeld auf der Sprüntalkirmes. 100 Jahre Jubiläum. Hinter mir seht ihr noch den Poly von Marvin Dresen. Absolutes Highlight aus meiner Sicht hier auf der Kirmes. Hier seht ihr noch die Impressionen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und auch in Zukunft wieder einschaltet, wenn es heißt Giant vom Blog. Bleibt gesund bis dahin. Euer René.